Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest 11. Wir sind im zerstörten Kiesling, in dem die Schweine vom König alles zerstört haben. Das weiß ich bloß nicht. Wo sollte ich? Da war es zu Hause. Warte mal, da oben hat die Anna gewohnt, ne? Die Sandra. Achso, es wird Nacht, jetzt dachte ich schon. Das ist super heilgrau. Ich geh jetzt mal da unten entlang. Da kann man nach oben. Ja, ich bin, nachdem ich die Folge ja gleich danach aufnehme, ich bin immer noch echt schockiert, Mann. Wie diese elenden Mistkerle das Dorf einfach komplett ausgelöscht haben. Also, tut mir leid, mittlerweile hoffe ich, dass die scheiß Finsternis kommt und den ihr scheiß Kaff auslöscht. Seht ihr meine Wut? Seht ihr, wie wütend ich die Dinger auf den Boden schmeiße? Deswegen, und ich dachte noch, ey, Gott sei Dank, die leben noch, aber die wurden bloß zurückversetzt, aber ich hätte mich auch gewundert, wenn die so eine Macht hätten. Da geht's zum Hühn. Hat er das eigentlich gemeint beim Hühn? Ich glaube fast nicht, ne? Kieslinger Hühner. Ah, da ist das Marakküste. Okay, mein Fehler. Ja, aber es ist niemand tot, oder? Oder was ist da los? Haben die Dorfbewohner alle mitgenommen? Warte mal. Wie schaut's da unten aus, wo die Gräber waren? Ne, es sind noch genauso viele Gräber wie vorher. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, der Großvater hilft mir doch, oder wollt ihr mich veräppeln? In den Trailern und so ist doch der immer der dabei, der wo auch mitkämpft. Oh, hoppla. Ja, ich falle natürlich genau in das Loch rein. Wie soll auch die Kanone einfach stehen lassen, diese elenden Mistkerle? Wie soll wahrscheinlich einfach Zielübungen gemacht haben mit den armen Dorfbewohnern. Gott, ich werde euch so den Arsch aufreißen, ihr elenden Mistkerle. Weißt du, den Felsen? Nee, okay. War nicht der, ne? Nee. Wir schauen jetzt trotzdem mal nach. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch den wollen. Okay. Ne, okay, ne, der sagt, er begibt dich zur Smaragdküste. Das heißt, wir müssen da schon hin. Oh, hoppla.
Oh, hoppla. Er übertreibt's halt. Zauber. Stimmt, ich habe ja Knister. Oh, er hat noch nicht mal zurücklaufen lassen. Sondern schon hat er abgemurkst. Who else wants some? Der hier war wahrscheinlich der Erste, der gefragt ist. So, oh, was wollen die Königswachen hier? Zack, tot. Na, halt die Kinder, ne? Ah, leck mich doch. Nähe des Wasserfalls. Ah! Ja, wäre ich ein bisschen weiter gelaufen, ne? Letters, huh? The top one there seen better days, that's for sure. My dearest, darling baby boy, when finally you come to read this, I will almost certainly be long dead. You see, not long after you were born, our beloved kingdom of Dundrazil was attacked by an army of monsters. I was forced to flee with you in my arms and expended the last of my strength in ensuring that you escaped to safety. If you are fortunate enough to have been found by some kindly soul, you must seek out the King of Heliodor when you come of age. Our kingdom and his have long enjoyed close relations, and your father and I would trust him with our lives. Never forget, my son, you are a prince of the Kingdom of Dundrazil. But more than that, you are the luminary. Yours is a weighty burden indeed. It is you who must stand against the darkness and banish it from our world. In time, you will come to understand. It breaks my heart to leave you, my darling. But it is the only way. It's from someone important to you, right? Your mother or something? Don't worry, you can tell me about it later. What about the other one? To my dearest grandson, I haven't the foggiest how you managed it, but I met your future self today. As promised, I've buried some things here that will help you on your way. Have you read your mother's letter yet? It was in your basket with you when I first found you. It was because of that letter that I asked my Amber to send you to see the king when the time came. I only wish I'd known how things would turn out. I don't know why Dundrazil was attacked, or why King Carnelian thinks so badly of you. I'm just an ignorant old man from a little village in the country. But I do know that the answers are out there somewhere. The keystone in this box will open the door of departure off to the east. You must go out into the world and seek the truth. Remember now, don't waste your time bearing grudges and live life with love in your heart. All the best, now and forever. Granddad.
Entschuldigung, falls man die ganze Zeit den Hund gehört hat. So we use the keystone to open the door of departure and head out into the world, huh? Well, sounds easy enough. You better believe I'm coming with you. You said it was just east of here, right? Well, what are we waiting for? Oh, I know what we're waiting for. I've got some unfinished business to attend to. The orb. Okay, was ist das für eine Überleitung, Mann? The King's Barrow is not too far from here. Just down the way, in fact. Let's go claim what's rightfully mine. Oh, wir könnten ja einfach gehen, aber halt, warte, wir wollten ja noch was machen. Ach ja. Jetzt weiß er wenigstens, was alles los ist. Aber Sandras Talisman. Oh Mann. Diese elenden Schweine. Was ist denn das? Ist das ein Überraschungsei? Was zur Hölle soll das sein? Eiborg. Ein Eiborg, Alter. Was zur Hölle? Statt ein Cyborg, ein Eiborg. Oh, die kenne ich auch noch. Die komischen Quallen. Naja, euch habe ich nicht gemein. Aber ja, ich wollte ja mal die Taktiken anschauen. Taktiken. Um sich zeigen. Feine eine Abreibung ohne die, um MP Gedanken zu machen. Angriff und Abwehrfähigkeiten ausgewogen ein. Mit einem Filter an Zaubern und Fähigkeiten kann er MP-Befehle folgen. Oh, umsichtig passt schon. Gramvolle Knobold. Dr. Schlei. Alter, könnt ihr mal aufhören, den Erik zu verprügeln? Oh, du Sack. Ganz schön viele Erfahrungspunkte, Mann. Wie sie hier halt liegen und pennen in aller Ruhe. Da hinten kommt ein Eiborg. Oh. Boah, voll in die Eier. Okay, der hat bestimmt 18 oder 19 Lebenspunkte. Boah, voll in den Rücken halt, ne? Wir werden dich zu einem guten Schnitzel verarbeiten. Warte, Magie. Heilen. So. Weil zum Schluss gehe ich dann auf und werde gleich wegmetzeln. Ja, die haben es echt mit großen. Oh. Hallo, jemand zu Hause? Die haben es echt mit großen Treppen, die Heliodor-Fuzzis. Ist wahrscheinlich verschlossen, als ob ich da einfach reinkomme. Okay, ich komme einfach rein. What the heck happened here? Who did this to them? Huh?
Der Körper ist leblos. Ja, habt ihr verdient, ihr elenden Dreckswachen, Alter. Auf das, dass er mein Dorf ausgelöscht hat. Oh, ich habe ja so viel Mitleid mit euch. Oh, es sind Monster drin. Das sollte, glaube ich, nicht sein. Oh nein. Oh, hey. Dr. Schleim. Hallo, hallo, Doktor. Untersuchen Sie mich bitte. Oh, komm schon, wegen einer Ergebung, oder? Elender Sackschleim, Alter. Was ist da hinten? Wow. Der Typ hat mich gesehen. Und voll drauf. Boah. Ja, ist schön, jetzt dürfen wir haben hier beide erstmal. Was? Du elender Sack. Jetzt aber. Niemand mag dich, Dr. Schleim. Hehehehe. Was? Zwei? Ja, die sind hoffentlich nicht so stark wie der eine. Okay, sind sie nicht, Gott sei Dank. Das wäre jetzt auch echt übel gewesen. Na gut, das eine war ja auch ein Bossfight und so. Warte, geht's hier raus? Okay, ich will bloß wissen, ob hier irgendwas ist, was ich einsacken kann. Absacken, ja. Ja. Oh, ja. Ein Stück Monsterleder. Wer zur Hölle steckt hier ein Stück Monsterleder hin? Oh ja, ich habe ein Stück Monsterleder dabei. Das lege ich mal hier hin. Warum denn dahin? Ich habe keine Ahnung. Die beraten sich gerade. Okay, hier sind ein Haufen Viecher, Mann. Oh. Oh. Wir müssen Dr. Schleim wegbetteln erst. Okay, oder wir hauen halt den zuerst weg. Ach verdammt, der kann auch Heilung. Du Arsch. Sehr gut. Super Saiyajin. Ah ja, Blue ist er ja schon. So, hopp, hau drauf. Sehr schön. Erik rettet den Tag, indem er den bösen Doktor besiegt. Da hinten gibt's was. Oh, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle seid denn ihr? Ja klar, voll das Hinterwäldlerdorf, aber... Tapferkeit und Tücke. Metallmeißel. Meine sind ja voll brutal, wie die den einfach den Kopf abhauen. Ey, was soll das jetzt werden? Ihr elenden Säcke. Erik, mach Schluss hier. Einmal frei. Jetzt mal lieber Beschleunigung auf dich gemacht, da. Sind das alles Metallmeisen? Ich hab Angst. Sollen wir erstmal Gegenstände? Ne, die Gegenstände sind immer in einem Päckchen, okay.
benutzen. Benutzen. Oh, Gegengiftkraut, scheiße. Außenbereich. Schwitter? Schnell hoch. Wenn man was abstauben kann, muss man hingehen. Ah, okay, da will er entlang. Ich laufe halt immer erstmal in die andere Richtung. Und man weiß ja nie, was sich hier versteckt. Alter, das ist doch einfach die andere Seite, oder? Stärkering. Ausrüstung. Ah, ne, hier. Nichts. Stärkering. Hier macht er gleich mal 5 Stärke dazu, Alter. Geil. Jetzt können wir so richtig auf die Kacke hauen hier. Wow. Und drauf. Nein, nicht du. Was soll das jetzt werden? Du elender Schleim. Ja klar, greif den Smog an. Elender Schleim, ne? Sehr gut. Another one, nice. Another one, nice. Erik, lerne neuen Kubkraft, mit dem Sisyphushilfe genutzt werden kann. Verbrannte Erde. 2 Talentpunkte. Ja, los geht's, Mann. Ich höre die Gegner noch rumlatschen. Schlummerstoß. Vipernzahn. Sticht einen Feind auf eine spezielle Weise, durch dieselbe gelegentlich verseucht wird. Sticht einen Feind auf eine spezielle Weise, den Gegner in den Schlaf versetzt. Okay. Nee, mach mal das. Ah, jetzt habe ich auch das gesehen, ist mir nämlich jetzt geschrieben worden, dass jedes Mal, wenn ich so eine Fähigkeit mache, dass dann das da mehr Risse kriegt. Und dann kann ich es irgendwann öffnen. So, der hat 6 Stück. Ach ja, der ist ja noch nie aufgestiegen, ne? Oh, warte. Das hat aber 6 Stück, ne? Was hat das? Schnitterschlag, ein Überkopfschwung des Schwertes, der eine ganze Menge Schaden anrichten kann. Aber das braucht 10. Wir warten auf 10. Ja, komm, verpisst euch. Okay, das sind lauter so dämliche Viecher. Wir gehen mal dahinter. Ja, wusste ich doch, dass da was ist. Eine Gruppe Smokes erscheint. Alter, mit einem Schlag? Warte mal, Zauber, Fauchen. Okay, könnte ich mir sparen können. Aber der Erik macht den Rest. Oh, ich sollte meinen Dualshock mal wieder aufladen. Tempeluniform. Ausrüsten. Zack. Die ist leider schwächer. Aber wenn ich... Hä? Ich dachte, die 7, Mann. Okay, war da eine falsche Info. Halt hier. Ich muss ja draufdrücken. Lebenspunkte gehen um 4 runter. Charme geht um 2 auf. Abwehr um... Oh ja. Verfügbarkeit, Qualitätsübersicht, Attribute. Hm.
Okay, lassen wir das mal so. Weil wenn der Eric wegstirbt, müssten wir eigentlich weiterspielen können. Wenn meiner wegstirbt, ist es vorbei, soweit ich weiß. Die pennen da hinten. Wir hauen jetzt hier auch nicht jeden weg. Wenn wahrscheinlich jeden weghauen würde, dann wäre ich wahrscheinlich so overpowered, Alter, dass ich... Das ist wieder ganz kraftig, wer weiß wohin. Steiniger Springbrunnen. Okay. Eric. Wow, was zur Hölle. Oh. Alter. Der macht im Prinzip einen Zauber, der wo halt eine Runde nichts macht. Aber dafür dann in der zweiten Runde. Hä? Monstermäßig unterwegs. Wenn du unterwegs ein funkelndes Monster siehst, dann kannst du sein Fortbewegungsmittel verwenden. Vorausgesetzt, du besiegst es. Auf diese Weise kannst du in Gebiete gelangen, die dir normalerweise nicht zugänglich wären. Außerdem kannst du auf die einzigartige Fähigkeit eines neuen Fortbewegungsmittels zugreifen. Also warum gibst du nicht den glitzernden Eyeborg nicht eins auf die Mütze und schaust, wo er sich dich hinbringen könnte? Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Ups. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wow, wir haben 794 Gold. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest 11. Macht's gut und Servus!